wieder zurück. Doch. Ach, Junge, du kennst deine eigene Mod nicht mehr. Was ist los mit dir? So. Das ist inzwischen gar nicht mehr so hässlich, dass man das irgendwie unter der Treppe verstecken müsste, ne? Stackwise, was ist das hier eigentlich? Self-Contained Injector. Ach, da kann man das dann direkt in die Kiste tun. Ah, ja gut, das ist natürlich auch praktisch. Also wenn das nicht klappen sollte mit dem hier, dann machen wir das. So, haben wir denn hier Eisen? Eisen-Pupeisen, da haben wir 1, 2, 3, 4 und Paper haben wir auch. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Einen Stock brauchen wir noch. Einen Stock haben wir bestimmt auch gleich irgendwie. Kann man die eigentlich irgendwie? Genau so. Also, Stöcksche dahin, das dahin, der Paper, Paper sage ich hier, das Plastik hier hin und oben und unten dann jeweils Eisen. Und schon nochmal zwei von denen hier. So, jetzt wird spannend. Wir müssen den natürlich irgendwie Moment. Wir müssen den natürlich irgendwie ausrichten. Da brauchen wir nochmal Eisen für, weil wir noch einen Schraubendreher brauchen. Einen beschissenen Scheißschraubendreher. Scheißschraubendreher. So. Falls nicht, müssen wir so ein Self-Contained bauen, ne? Doch, weil man kann ihn zumindest drehen. Ups. Wie rum zeigt der jetzt? Der zeigt nach unten und wenn mich nicht alles täuscht, sollte das so funktionieren. Na, hier einmal. Ja, gut, funktioniert. Also, das kommt dann raus, immer wenn es ein Signal bekommt. Das heißt, wir müssen dem noch irgendwie ein Signal geben. Scheiße, wir müssen dem ja noch ein Signal geben. wir machen Doppelkiste und tricksen hier mit ein bisschen Mese rum, würde ich sagen. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Aber wir kommen halt irgendwie nicht von unten an den Injector dran. Das bedeutet, wir machen da eine Doppelkiste. Hier erstmal ein bisschen weg. Und mit der Doppelkiste, da kann man nämlich von unten dann das Mese irgendwie hoffentlich dranlegen. Bevor wir da jetzt eine Doppelkiste machen, probieren wir das mal aus, ob das geht. Meine Güte, das ist eine Folge wieder hier. Guck mal, wir haben gar keinen Mese, aber ich glaube, wir haben drüben noch Mese. Ich glaube, wir haben hier noch Mese. Ich frage mich ja, ob diese TravelNet-Boxen ein Mese-Signal ausgeben, wenn man sie irgendwie benutzt, weil dann könnte man damit nämlich die Tür auf und zu machen. Mese war hier vorne, ne? Da, wir haben auf jeden Fall noch Vertical und wir haben auf jeden Fall noch hiervon und eine Blinky Plant brauchen wir auch noch. Ich glaube, da konnte man irgendeine Blume für nehmen. Warum habe ich so viel Kacke im Inventar? Wir tun erstmal hier das hier mit rein. Oder muss man da eine rote für nehmen? Ich glaube nicht, ne? Na. Ach, man muss da gar keine für nehmen. Man muss da die Setzlinge für nehmen. Auch gut. Dann nehmen wir da die Setzlinge für. So. Schon haben wir eine Blink geplant und die blinkt dann munter vor sich hin. Ja. Diddle-diddle-dim. Bauen wir von oben. Dann gucken wir doch mal, ob die dann auch blinken möchte. Vertical.
Da müssen wir hier. Und hier. Wieso ist das da jetzt direkt? Wir müssen noch eins höher. So. Na, dass wir hier connected sind, hoffentlich. Die Blinky Plant, die können wir eigentlich da dann hinstellen. Es ist ja egal, wo die steht. Und dann gucken wir doch mal, ob die blinken möchte. Ah, funktioniert. Sehr gut. Okay. Und man kriegt halt gleich eben dann einen kompletten Stack raus aus dem Ding. Wir tun den erstmal hier rein. Das ist... Achso, da kann man... Ah, guck mal hier. Man kann sogar sagen, was er da rausziehen soll aus der Kiste. Das ist natürlich praktisch. Okay, das ist natürlich praktisch. Sehr gut. So, also das Problem, das hätten wir zumindest schon mal gelöst. Da das Ding jetzt aber noch nicht arbeiten soll, machen wir das erstmal so. Weil wir ja noch ein bisschen verlegen müssen. Wir müssen verlegen nach da. Okay, wir machen erstmal ein bisschen Platz, dass wir ein bisschen sehen, was wir überhaupt machen müssen. Ja, wir müssen hier irgendwie hier hinten hin. Komm. Ja, wir müssen hier hin. Beziehungsweise wir müssen hier an denen müssen wir dran. Das bedeutet, wir schnappen uns von hier oben die Pipe. Hier. Hier. Führen das dann hier zusammen. Hier muss noch eine One-Way-Pipe rein. Da gucken wir gleich mal. So, dann geht es nämlich hier weiter. So, und dann ist es hier nämlich dran. Und würde dann hier eben dann mit diesen Filtermechanismus reingreifen. Die One-Way-Pipe benötigen wir, weil wir natürlich irgendwie von hier oben, wenn das runterkommt, es könnte halt eben 50-50 auch nach da gehen und dann wird es dann da in der Kiste landen und das ist dämlich. Das bedeutet, wir brauchen einmal eine One-Way. Leck mich am Arsch. Teleporting. Pneumatik. Vacuum. Das ist, glaube ich, die One-Way. Adjustable Vacuum Pneumatic. One-Way Tube. So, da brauchen wir. Ach, wieder ein mieses Kristall für. Meine Güte. Es geht fast schneller, die per Hand einfach aufzumachen. Ne? Ich überlege gerade, ob wir noch eine brauchen. Wir kommen von oben rein. Das geht auf der Seite einmal rum, läuft hinten weiter. Ja, das würde... Wir müssen den Filter auf jeden Fall nochmal umdrehen, dass der andersrum läuft. Aber dann kommen wir, glaube ich, mit einer aus. Wieso habe ich so viel Scheiße im Inventar? So. Jetzt habe ich natürlich das nicht dabei. Der Eimer, wieso habe ich denn den nicht aufgefüllt? Ja. Und dann machen wir den auch gleich wieder voll. So, dann holen wir uns hier noch einen von. Ja, so langsam wird's. Wird vor allem so langsam Tag. Jetzt haben wir schon 8 Uhr, meine Güte. Na. Den Scheiß, den müssen wir jetzt nochmal eben kurz brennen.
Wo ist er? Hier ist er. Und dann kann man nämlich bei der Gelegenheit gleich nochmal irgendwie ein paar Pipes machen. So. Also, wir sind ja jetzt hier hinten. Bauen wir uns da jetzt doch nochmal rein. Moment, Licht. Wir brauchen Licht. Mehr Licht. vielleicht nicht an den wir abbauen wollen. Weil ich würde das Ganze ganz gerne nämlich einmal umdrehen. Jetzt ist es ja so, dass das hier zusammenführt und ich hätte es halt gern irgendwie, dass es da hinten zusammengeführt wird, weil wir kommen hier oben an, das läuft hier einmal rum, wird gefiltert, wird gefiltert, wird gefiltert, wird gefiltert, wird gefiltert, wird gefiltert, wird gefiltert und würde hier halt weiterlaufen und zwar drüben zu der anderen Seite, wo gefiltert wird. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil wir damit einer Tube irgendwie auskommen, sonst müssen wir hier noch eine Abzweigung bauen, müssen noch eine Tube bauen irgendwie. Eine One-Way-Tube und so sparen wir uns das dann eben, dass wir eben eine One-Way-Tube haben. Alles läuft eben einmal erst hier rum, läuft dann nach hinten, läuft hinten einmal rum. Und würde dann, wenn es nicht irgendwie sauber weggefiltert werden würde, einfach wieder zurücklaufen und würde dann halt irgendwie pendeln. Das wäre halt nicht so geil, aber gut, okay, so ist das dann eben. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine Schrottkiste, wo alles reinkommt. Ich weiß gar nicht, die Teile, die in den Pipes sind, wenn da zu viele sind, verschwinden die oder ploppen raus oder sowas, ne? Irgendwie sowas war das doch. Das heißt, wir sollten das alles so sicher bauen, dass das eben nicht passiert. Das müssen wir gleich mal gucken, wie wir das dann am sinnvollsten irgendwie hinkriegen. Wir haben ja irgendwie noch Kisten da, wo alles Mögliche dann irgendwie drin abgelagert wird. So. Da waren wir auch soweit fertig. Nicht wahr? Ich glaube ja. Müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir hier auch irgendwie... Hier war alles soweit durch. Das heißt, hier können wir auch zumachen. Wo schnauft der denn da? Ach, da oben schnauft der. Ja, komm mal runter hier. Keule, komm runter. Ach, du kannst nicht runter, ne? Zu. Den Wartungsgang, den bauen wir irgendwann nochmal separat und dann auch in schön. So, jetzt brauchen wir die One-Way-Geschichte. Ich schmeiß schon wieder Sachen weg. Ja. Ich gucke mir das noch ein drittes Mal an. Ich habe mir nämlich nicht gemerkt, wie das geht. Genau, in der Mitte ein Mese, da ein Holz und außenrum Plastik. In der Mitte ein Mese, da Holz und außenrum Plastik. So, ach, da kriegen wir auch... Ja gut, da kriegen wir zwei von. Wir hätten uns den Aufwand gar nicht machen müssen. Aber gut, das haben wir zwei, dann kann man immer mal benutzen für irgendwas. So, müssen wir mal schauen, so rum. Ne, da wird es dann rüber gehen. Das heißt, wir müssen das Ganze einmal irgendwie einmal umdrehen. Nein. Ist halt super rankommen hier, ne? So. So rum. Weil alles, was von oben kommt, soll halt rein, aber alles, was eben hier ankommt, soll eben nicht nach oben. So, hier ist zu, hier ist zu. Da ist dann auch alles zu. Das machen wir gleich von oben fertig. Das heißt, wir können hier schon mal wieder zubauen. Ich würde das oben natürlich erst irgendwie in Betrieb nehmen, wenn die Filter alle richtig eingestellt sind. Deswegen lasse ich das jetzt nochmal irgendwie so, wie es war. So, die nehmen wir natürlich wieder mit. War teuer genug. So. Ne, da kommt ein schöner hin. Ups. So, und dann
Haben wir sogar noch ein paar von denen. Beziehungsweise, wir müssen nur noch einmal uns irgendwie einmal hinten rumbauen. Ich ziehe erstmal durch. Wir können das gleich noch irgendwie vernünftig machen. Ich würde nur gerne einmal kurz erst hier hinten hin. Wie weit müssen wir? 1, 2, 3. 1, 2, 3 hier. Genau, und hier kommen wir nämlich raus. Das heißt, wir müssen hier an den Filter uns anschließen. Und hier müssen wir mal gucken. Das läuft da vorbei und endet dann oben. Das ist aber auch nicht so geil. Hier müssen wir auch eben kurz mal schauen, ob wir das vielleicht einmal umdrehen, das Ganze. Ah, ich bin schon wieder voll. Das ist ja meine Güte hier. Was ist das denn? So. Genau. Ach, hier muss auch noch eine Pipe gleich wieder hin. So. So. Hier sind wir tatsächlich irgendwie gar nicht weiter verbunden, ne? Also, kurz mal überlegen. Das kommt von da unten. Genau, also es kommt halt hier wieder ran, dann läuft es hier weiter. So. Hier wieder zumachen, das ist okay so. Na, also wir kommen hier halt raus. Schlenkern uns hier dann einmal rum. Können wir dann gleich mal gucken. Also wir kommen hier um die Ecke. Das läuft. Und hier unten wäre dann die Schrottkiste, ne? Also das wäre ja hier dann die letzte Kiste oder das hinten wäre die letzte Kiste. Also entweder läuft es halt unten rum und kommt hier oben an der letzten Kiste raus. Oder es läuft oben rein und kommt unten an der letzten Kiste raus. Ich glaube, das ist relativ egal. Da wir hier eh schon unten anfangen, würde ich sagen, wir schließen uns hier unten an. Und haben dann hier die Verbindung. Also hier ist noch alles irgendwie relativ leer. Alles noch nicht irgendwie groß gefiltert. Das müssen wir natürlich noch einstellen, dass man sagt, eben was dann da an Material rein soll. Das bedeutet, genau, das geht hier rum. Und dann kann man nämlich hier auch schon mal wieder zumachen. Wie gesagt, also wir müssen es eh nochmal irgendwann wieder aufmachen, weil wir ja den Wartungsschacht noch irgendwie bauen wollen. Aber jetzt wird es erstmal zugemacht. Ich wollte gerade sagen, habe ich keinen Cobblestone mehr. Und dann ist das gut. So, zack, 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 zack. Da schließen wir uns dann an. Hier, hier. Wir machen mal hier nur eine Kurve rein. So. So, und dann verbinden wir uns hier und damit hätten wir es dann soweit. Ja, es kommt von oben jetzt eben rein und also es kommt von oben, es kommt von da, kommt es an, läuft halt einmal rum und von oben kommt rein und läuft halt auch einmal rum. Ach, wir wissen hier übrigens. Na gut, dass es da zwei von gibt. Hier muss ja auch noch eine One-Way rein. Weil natürlich die Sachen von oben auch theoretisch da irgendwie reinlaufen könnten auf die Seite. Das wollen wir natürlich auch nicht, deswegen da auch eine One-Way-Tube rein. Gut, so. Zu.
Zu. Hier kommt ein schöner rein. Zu. Und. So, Moment. So. Ich habe mich da jetzt mal schön eingemauert. Nee, hier kommt ein schöner rein. So, da kommt auch ein schöner rein. Hier und hier und hier. So. Gut, verkabelt ist es. Jetzt müssen wir oben mal gucken, dass wir hier unseren Dings noch anschließen. Und wir haben doch hier die Blätter, haben wir doch konfiguriert. Genau, da haben wir den Filter ja schon gesetzt. Wir müssen es gleich noch mal aufreißen, weil wir ja auch noch den anderen Injektor verarbeiten müssen. Na, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Aber das können wir vielleicht irgendwo hier oben auf der Ebene machen. Der Injektor, den kriegen wir, glaube ich, hier direkt irgendwie vernünftig verkabelt. Würde dann hier. Ach, scheiße. Das Problem ist, wir kriegen hier den Injektor nicht dran. Da müssen wir einen Self-Contained irgendwie bauen, dass der dann irgendwie direkt das Signal dann da runter zieht. Ja, nee, ist klar. Wir müssen auch da eine vernünftige Lösung für finden können. Es kann doch nicht sein, dass das so blöd ist. Ich fange da jetzt nicht an, so ein Ding zu bauen, ganz ehrlich. Wir können die ja auch theoretisch irgendwie eins verschieben oder wir machen dann eine Doppelkiste hin und werden dann da eben eins weiter. Ich reiß das jetzt nicht wieder alles auf. Da laufe ich lieber irgendwie einmal rum. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie. Wenn wir hier auf der Seite, da könnten wir. Da könnten wir. Ne? Weil. Da wäre der Injektor. Ne, da könnten wir nicht. Da wäre das scheiß Ding hier. Das wäre hier offen. Weil der würde nämlich hier, der Injektor, und der würde nämlich hier dann irgendwie runter das da in die Truhe reindrücken. Das wollen wir natürlich nicht. Wir können die Truhe auch doppelt machen und halb in der Wand verschwinden lassen. Das würde natürlich auch irgendwie gehen.